Hallo meine Lieben, heute habe ich wieder mal was Neues für euch, respektive für ein paar wird das nicht neu sein, weil es gibt schon extrem viele Videos dazu, nämlich die Cricut-Tassenpresse. Ich hatte Anfang des Jahres mal davon geredet und gesagt, die kommt sehr wahrscheinlich im Sommer. Bei uns in der Schweiz ist jetzt tatsächlich erst jetzt angekommen, aber heute endlich dieses Video dazu und ich werde euch jetzt nicht einfach nur die Tassenpresse zeigen, sondern ich werde es dann auch gleich vergleichen mit derjenigen, die ich schon habe. Und ich werde euch auch gleich die Stifte mit der Infusible Ink, die von Cricut, werde ich euch zeigen, wie ihr die anwenden könnt, weil auch die hatte ich euch bis jetzt noch nicht gezeigt. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Heute geht es, wie gesagt, um die Tassenpresse von Cricut, die in diesem Paket kommt. Und wenn ihr die ausgepackt habt, dann habt ihr einerseits die Tassenpresse. Die sieht so aus. Dann habt ihr zwei Kabel, sehr wahrscheinlich, wenn ihr in Deutschland oder in der Schweiz seid. Eins für, ich nehme an, das ist UK. Und eins mit einem deutschen Stecker und für in der Schweiz kriegt ihr dann Aufsatz drauf, damit das dann in unsere Steckdosen reinpasst. Und dann noch ein USB-Kabel mit einem USB-Stecker und so einen kleinen Umschlag mit Sicherheitsangaben drin. Bevor ihr die Presse benutzen könnt, müsst ihr die einstecken, an den Strom anschließen mit dem Kabel an euren Laptop oder Computer verbinden und die registrieren. Da könnt ihr ganz einfach auf den Cricut Design Space gehen, da neue Maschine auswählen bei Datei und also neue Maschine aktivieren und dann auf die Heatpress gehen. Das ist ein bisschen verwirrend, weil die normale Heatpress, die rote wird da angezeigt, aber da könnt ihr draufklicken und dann kommt zur Auswahl einerseits die Heatpress, aber auch die Tassenpresse. Dann könnt ihr da auf die Tassenpresse draufklicken und aktivieren klicken und dann wird das Ganze, macht es das automatisch und sagt euch dann, wenn das abgeschlossen ist. Warum man das registrieren muss, weiß ich nicht, weil wenn ich einen Toaster kaufe, den muss ich auch nicht zuerst irgendwo registrieren. Aber naja, ist so, weil ist so. Ihr müsst das Ding zuerst registrieren. Jetzt bevor wir damit arbeiten, zeige ich euch kurz, was wir heute machen. Ich hatte schon mal ein Video gemacht oder zwei Videos gemacht. Eines war hier, wo ich euch die Infusible Ink gezeigt hatte. Und die Tassen, das sind nicht Cricut-Tassen, das muss ich vielleicht auch noch sagen. Ich habe Cricut-Tassen bestellt, aber da scheint es einen kleineren Engpass zu geben. Ich habe die immer noch nicht gekriegt. Von dem her, ich wollte jetzt auch nicht noch länger warten und habe jetzt einfach meine normalen Sublimationstassen genommen, die mit der anderen Presse wirklich super funktionieren. Die passen auch von der Größe her in die Cricut-Presse rein, das habe ich schon sichergestellt. Und naja, wenn ich mir die Videos von anderen angeguckt habe, die auch Tassen miteinander verglichen haben, ist das Resultat eigentlich dasselbe. Also die Tasse sollte nicht den Unterschied machen. Sie muss halt einfach passend sein von der Größe her, dass die da reingeht. Wenn wir uns das angucken, wenn ihr den Hebel hochhebt, dann kommt hier die Tasse rein und die müsste sich gut schließen lassen, so dass, das ist jetzt nicht eingeschaltet oder so, ich kann das, es ist wirklich kalt. Die muss hier gut angepresst sein, das heißt, sie darf nicht zu klein sein, sie darf aber auch nicht zu groß sein. Ich werde euch die Tassen, die ich verwende, plus dann aber auch die von Cricut unten verlinken, damit ihr da seht, welche Tasse ich verwende. Das ist einerseits die normale Tasse, dann habe ich eben eine Glitzertasse, aber beides mit Infusible Ink bedruckt. Das Video verlinke ich euch hier oben. Und dann habe ich eine Tasse gemacht, wo ich mit Sublimationstinte das ausgedruckt habe. Wenn das neu für euch ist, da mache ich euch oben auch den Link hin.
Und was ich euch bis jetzt nicht gezeigt habe, weil die sind bei mir auch ganz neu eingetroffen. Ich habe die von Cricut bekommen. Danke dafür nochmal. Und die will ich heute auf jeden Fall auch ausprobieren. Ich habe dann einfach keine Vergleichstasse dazu mit der anderen Presse, aber wir gucken uns trotzdem an, wie das funktioniert. Und vielleicht muss ich das auch noch sagen, weil ich gesagt habe, das habe ich von Cricut bekommen. Die Tassenpresse habe ich selber gekauft. Das ist nicht gesponsert. Von dem her kriegt ihr da auch ganz einfach meine ehrliche Meinung dazu. Das sind die drei Varianten, die wir machen werden. Infusible Ink Sheets, Sublimationstinte, Infusible Ink Marker. Bevor wir zur Tasse übergehen, will ich aber euch noch kurz erklären, was genau passiert, wenn wir Tassen pressen. Weil ich möchte dann, dass wir Äpfel mit Äpfel vergleichen und nicht Äpfel mit Birnen. Wenn ich diese Manschette in meiner Tassenpresse drin habe, dann kann ich ja die Zeit einstellen und die Temperatur. Meine Tassen presse ich bei 180 Grad, 180 Sekunden. Ich schalte die Tassenpresse jeweils ein und lasse die dann aufwärmen auf die 180 Grad mit einer Tasse drinne. Und wenn die dann die Temperatur erreicht hat, kann ich die Aufwärmtasse rausnehmen und dann gebe ich eine Tasse rein in die Manschette. Sie hat die kleinere, die passt nicht, aber um das euch einfach zu zeigen. Diese Tasse hier, die hat Raumtemperatur. Das heißt, die Manschette selber, die ist jetzt 180 Grad und das misst es an der Manschette und nicht an der Tasse. 180 Grad. Ich mache eine Tasse rein, die Raumtemperatur hat und dadurch geht die Temperatur von der Manschette runter. Das seht ihr jeweils auch auf der Maschine, weil die Temperatur geht quasi runter von diesen 180 Grad und geht dann erst langsam wieder hoch. Der Zähler von den 180 Sekunden, der fängt da noch nicht an zu zählen. Erst wenn die Manschette von der Temperatur wieder die 180 Grad erreicht hat, erst dann fängt der Timer an runter zu zählen mit den 180 Sekunden. Das heißt, die Presszeit ist nicht 180 Sekunden, wie ich das eingebe, sondern ich muss quasi mitkalkulieren, dass ich vorher ja noch dieses runter, Temperatur runter und Temperatur hoch habe. Das dauert, je nachdem, welche Temperatur die Tasse hat, in der Regel so eine Minute. Und das heißt, der ganze Pressvorgang dauert eigentlich nicht die 4 Minuten, sondern es sind eigentlich 5 Minuten. So 5 bis 5,5 Minuten. Einfach, damit wir das dann richtig vergleichen, weil ich werde bei der Tassenpresse jetzt von Cricut dann, wenn wir nachher pressen, da den Timer auch mitlaufen lassen, damit ich sehe, wie lang dieser Vorgang dauert. Weil auf der Tassenpresse selber haben wir nirgendwo irgendwelche Temperaturangaben, sondern ich habe hier nur einen Ein- und Ausschalter und diese 5 Lämpchen, die dann langsam hochgehen werden, bis dann der Pressvorgang fertig ist. Und ich das Ganze, also es piepst dann und ich muss den Hebel hochheben, damit dieses Piepsen aufhört und die Tasse wieder rausnehmen. Also hier absolut keine Temperaturangaben drauf, auch keine Möglichkeit, die Zeit einzustellen. Die Maschine wurde so konstruiert, dass es mit der Infusible Ink von Cricut funktioniert und auch mit den Cricut-Tassen. Aber eben, wie gesagt, das, was ich bis jetzt gesehen habe, funktioniert es auch mit anderen Tassen und mit Sublimationsdruck. Von dem her werden wir das heute natürlich auch mit testen. Ich habe die Designs schon vorbereitet. Fangen wir mal mit dem ersten an. Hier, das wird nachher schwarz sein. Na, ich habe hier schon mal so eine Glitzertasse gemacht. Ich hatte jetzt nur noch eine pinke, aber trotzdem ist es beides mit schwarz gepresst. Das ist dieselbe Tasse, nur die Farbe ist anders. Da werde ich mit Schwarz was drauf machen und das ist Infusible Ink. Wenn das neu für euch ist, dann eben guckt euch das verlinkte Video an. Und ich brauche auch immer für alle ein Stück Backtrennpapier. Weil ich will nicht, dass sich dann die Farbe quasi auf meine Manschette in der Tassenpresse überträgt. Dann das zweite, da habe ich auch Infusible Ink, diesmal in Farbe. Und das sollte dann quasi
dieses Ergebnis geben. Dann habe ich hier was ausgedruckt mit meinem Sublimationsdrucker. Natürlich bei allen Sachen müsst ihr immer spiegeln, ne? Damit das dann richtig auf die Tasse drauf kommt. Und das hier sieht zwar blau aus, aber das sollte dann hier quasi dieses Grün werden. Das machen wir auf eine Tasse drauf und dann habe ich mit den Infusible Ink Stiften habe ich zwei Sachen gemacht für auf zwei Seiten von der Tasse. Und zwar habe ich hier die Stifte genommen, die 0,4 mm sind. Es gibt auch solche, die 1 mm sind. Aber hier habe ich halt einfach die größere Farbauswahl. Und was ich gemacht habe, ich habe das ganz einfach im Cricut Design Space quasi da ein Bild genommen und geguckt, dass es was ist mit feinen Linien. Und habe das dann nicht auf Schneiden, sondern auf Zeichnen gesetzt. Eben auch Spiegeln nicht vergessen. Und dann könnt ihr ganz einfach, wie mit allen anderen Stiften beim Cricut Maker, könnt ihr das in die A-Klemme reinmachen und dann zeichnet ihr euch das. Bei mir war das Thema, dass der Stift feiner war als quasi diese Linien. Und so hatte ich hier zum Beispiel für diesen Rahmen hatte ich zwei schmale Linien, die aber nicht deckend waren. Und deshalb bin ich dann einfach von Hand, habe ich quasi diese Lücke geschlossen, dasselbe beim Schriftzug und dasselbe eigentlich auch hier bei den feinen Linien und auch bei den größeren habe ich das von Hand quasi noch ausgefüllt. Ein Thema, was mir nicht so gut gefällt bei den Stiften, das hat eigentlich alles gut funktioniert vom Zeichnen her, aber was ich nicht so mag, ihr seht es vielleicht hier beim B, ich sehe, wo der Stift ansetzt. Na ja, auch beim D. Das heißt, jedes Mal, wenn der Stift neu ansetzt, bleibt er quasi zu lang auf einer Stelle und da kommt dann mehr Tinte raus. Und dann habe ich hier so eine Unebenheit. Das heißt, mit den Infusible Inks bekommt ihr nicht diese scharfen Kanten, die ihr mit einem Sublimationsdruck bekommt oder auch mit den Infusible Ink Sheets. Das ist halt ein anderes Ergebnis, aber wir gucken uns das dann an, wie das auf der Tasse aussieht. Und vielleicht, das habe ich gar nicht gesagt, das ist ein ganz normales Druckerpapier, ne? Ein Inkjet-Papier. Das heißt, ihr braucht hier nicht zusätzliches Papier, sondern ihr nehmt da einfach ein Druckerpapier und könnt es da drauf schreiben lassen. Zusätzlich natürlich brauche ich eine Unterlage, wo ich dann die heißen Tassen draufstellen kann, weil die sollten am Henkel zwar nicht heiß werden, aber der ganze Rest wird extrem heiß. Wir pressen hier, ich weiß nicht, welche Temperatur die Maschine erreicht, aber das wird irgendetwas zwischen 180 und 205 Grad sein. Also von dem her, ne, das wird richtig heiß. Stellt es nachher, ich habe hier die Hitzematte von der Heatpress, wo ich die dann draufstellen werde zum Abkühlen. Ich gehe lieber auf sicher. Wie gesagt, der Henkel sollte eigentlich nicht heiß werden. Ich arbeite trotzdem gerne mit einem Hitzehandschuh, damit ich da mir wirklich nicht die Finger verbrenne. Und dann brauche ich hitzebeständiges Klebeband, um jetzt das Design anzubringen. Und damit starte ich jetzt auch gleich. Das heißt, ich bereite alle Tassen vor, klebe das drauf und dann können wir alle zusammen dann oder nacheinander pressen. Jetzt, wenn ihr das Design aufbringt, natürlich darauf achten, dass ihr das nicht kopfüber drauf macht, sondern es sollte dann schon richtig auf die Tasse drauf kommen. Und dann versuche ich das hier schön mittig auszurichten und dann schön straff auf die Tasse draufbringen. Ago, but how can I forget? We were 16 up all night. Love and heartbreak was our life. We got drunk and smoked your dad's.
Das Ganze muss wirklich schön satt auf der Tasse liegen, weil das hat eine Auswirkung auf das Pressergebnis. Dreamt of a life in a big town. Skyscrapers and neon lights. Und wenn ich nur eine Seite quasi bedrucke, gucke ich, will ich, dass mich das Design anguckt oder dass es von mir wegguckt. Ich will jetzt, dass es hier mich anguckt. Und dann hilft es, wenn ihr so das quasi vor euch hinstellt, damit das hier schön gerade ist. Und dann wisst ihr, hier ist dann die Mitte. Und da versuche ich das auch schön mittig anzubringen. Versucht da jeweils auch nicht zu hoch zu gehen, damit da, wo der Mund ist, quasi das Design dann nicht drauf ist. Versuche eigentlich in der Regel mit dem Kleber nicht darauf zu gehen, wo ich die Infusible Ink habe, aber da war ich jetzt ein bisschen, habe ich das ein bisschen eng ringsherum ausgeschnitten, von dem her muss ich da ein bisschen überlappen. Was ich auch nicht gesagt habe, ich habe natürlich die ganzen Tassen vorher gereinigt, damit ich da auch keine Fussel oder sowas mehr drauf habe. So, jetzt kann ich als allererstes die Maschine einschalten, wenn die an den Strom angeschlossen ist. Und da müsst ihr jetzt einfach warten, bis die grün anzeigt. Das Drumherum wird eigentlich, sollte nicht warm werden. Was aber extrem heiß wird, ist der ganze grüne Teil. Also da auf keinen Fall dann mit den Fingern dran. Die hat jetzt gepiepst und das Zeichen ist jetzt grün. Das heißt, ich kann hier die Lasche aufmachen und meine erste Tasse drinne platzieren. Was ich dann auch gleich mache, ist den Timer laufen zu lassen, damit wir sehen, wie lange das dauert. Das heißt, ich gebe das hier rein, vorsichtig. Und dann könnt ihr den Henkel so ein bisschen nach rechts schieben. Dann gucken, wenn ich das zumache. Ist alles gedeckt und das Timer stellen. Und was jetzt passiert, ist, dass diese weißen Lämpchen hier oben dann langsam hochgehen und wenn es dann das fünfte Lämpchen erreicht hat, dann könnt ihr den Hebel wieder hochheben. So, die hat jetzt gepiepst, von dem her stoppe ich meinen Timer, mache den Hebel hier hoch. Und dann kann ich die Tasse rausnehmen und zum Abkühlen hinstellen. Und das mache ich jetzt mit jeder Tasse. Von der Zeit her seht ihr, wir sind bei 6 Minuten 54. So, ich bin durch mit der ganzen Geschichte. Ich habe die Maschine auch schon ausgeschaltet. Was ich im Nachhinein gemerkt habe, ich habe ja hier, das ist ja nicht Holz, es hat nur einen quasi Kleber drauf, der aussieht wie Holz. Das heißt, es ist Plastik und drunter ist die Schneidematte. Und die hat sich schon so ein bisschen angefangen zu wölben drunter. Von dem her, in Zukunft werde ich auf jeden Fall das Ganze auf ein Holzbrett stellen, damit da auch
meine Oberfläche dann nicht leidet drunter. Eigentlich wird es nicht richtig heiß, aber dadurch, dass ich die doch jetzt schon eine Weile laufen lassen habe, hat sich da die Hitze so ein bisschen übertragen. Vom Gerät her, die Seiten werden so ein bisschen warm. Natürlich auch hier oben wird es so ein bisschen warm. Nicht heiß, aber durchaus warm. Unten eigentlich nicht, weil das hat hier eine Abtrennung. Das ist ein anderes Material hier ganz unten. Aber eben durch die ganze Hitze des Gerätes war es dann trotzdem ein bisschen zu warm. Auf der anderen Seite, wo die Klappe ist, da wird es gar nicht warm. Also von dem her da absolut kein Thema. Vom Aufbewahren her, da ist ja so ein Mechanismus drin. Und ich habe das Gefühl, dass es für das Gerät eigentlich besser ist, wenn man das so aufbewahrt, dass die Klappe oben ist. Nimmt natürlich ein bisschen mehr Platz weg, aber dadurch ist dieser Spannhahn dann nicht die ganze Zeit angespannt. Von dem her werde ich die auf jeden Fall so aufbewahren. Von der Raumtemperatur ist es durchaus warm geworden in meinem Raum. Es wird auch empfohlen, dass ihr das macht, wo ihr quasi ein Fenster offen haben könnt, damit da die Dämpfe, die da auch entstehen, wunderbar auch weggehen können. Die Sachen haben sich ein bisschen angelöst, aber per se, ich bin extrem gespannt. Ich finde das immer das Coolste eigentlich, wenn man durch ist mit dem Pressen und dann sich das Ergebnis angucken kann, weil ich habe die Presse heute mit euch wirklich zum ersten Mal verwendet. Das heißt, ich weiß selber nicht, wie die Ergebnisse sein werden. Und eben mit Infusible Ink, mit den Stiftern, mit denen habe ich noch gar nicht gearbeitet. Von dem her gucken wir uns jetzt ein Resultat nach dem anderen an. Fangen wir mit der ersten Tasse an. Das war die hier, wo ich mit dem Infusible Ink Sheet das gemacht habe. Das ist die hier. Hat auch wunderbar abgekühlt. So, alle Kleber sind runter. Können wir das mal vergleichen. Ich habe das Gefühl, da ist absolut kein Unterschied bemerkbar. Ich könnte jetzt nicht sagen, welche mit welcher Tassenpresse gepresst ist. Die andere Seite ist nicht ganz gleich. Ich hatte von der Folie nicht mehr, die hat so einen Farbwechsel drin. Und hier war es mit Pink und Rosa und weiter unten ist sie dann Rosa und Violett. Von dem her ist nicht ganz dasselbe, aber trotzdem sieht man, ich habe absolut kein Bleeding drin. Farben haben sich gut übertragen, schöne scharfe Kanten. Von dem her würde ich sagen, das war ein voller Erfolg. Dann nehmen wir als nächstes die Glitzertasse. Auch hier hammermäßiges Ergebnis. Also wirklich satte Farbe, schön schwarz. Da kann man echt nicht meckern. Scharfe Kanten, alles super. Das war die ich mit meiner alten Tassenpresse gemacht habe und die hier mit der Cricut. Man könnte fast sagen, wenn man das Schwarz miteinander vergleicht, das ist tatsächlich mit der Cricut Tassenpresse noch besser geworden. Es ist satter, die Farbe. Von dem her auch das ein Erfolg. Dann nehmen wir die Infusible Ink Stifte. Und hier seht ihr jetzt auch, warum ich da immer ein Backpapier drumherum mache, weil es hat sich durchaus Farbe auf das Backtrennpapier übertragen. In der Presse drinnen, aber nicht, weil hier ein Belag drauf ist, da geht auch keine Farbe durch. Von dem her immer ein Backtrennpapier ringsherum machen. Der Kleber löst sich definitiv besser, wenn man es warm abzieht, aber naja. So, gucken wir uns das Schwarz an.
sieht eigentlich wirklich gut aus. Also ich habe eine satte schwarze Farbe, da ist nichts ausgelaufen. Das Thema ist halt einfach genau das, was ich gesagt habe, als wir uns das Bild angeguckt haben. Es ist nicht so, dass die Farbe hier beim D zum Beispiel ausgelaufen ist, sondern das ist hier ganz einfach das Thema, das war da, wo der Stift angesetzt hat und es hat einfach mehr Farbe hatte, auch beim E hier und beim B. Es sieht ein bisschen mehr selbstgemacht aus, aber auch das kann sich durchaus sehen lassen. Jetzt bin ich gespannt auf das Rosa, weil das war auf dem Papier schon sehr, sehr, sehr hell. Naja, es ist eine rosa Farbe. Für euch wird es ja wahrscheinlich fast ein bisschen zu hell sein. Aber jetzt ohne Kamera, ohne das Licht, man kann es durchaus gut lesen. Aber auch hier sieht es halt einfach so ein bisschen selbstgemacht aus. Also je nachdem, was für ein Ergebnis ihr da erreichen wollt mit den Stiften, finde ich, und es hat halt einfach nicht diese scharfen Kanten und dieses einheitliche Ergebnis, ne, wenn man das hier anguckt, das ist mit Infusible Ink gemacht und das hier mit den Stiften. Also hier habt ihr natürlich schönere Kanten. Aber auch das eine coole Tasse. Be kind, it's free and it matters. Coole Sache. Und jetzt kommen wir zu der mit der Sublimation. Da bin ich extrem gespannt, weil Sublimationstinte, da ist es extrem heikel von der Temperatur und wie lange ich das presse. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass die Farbe zu dunkel wird, aber wir gucken uns das an. Was ich auch noch sagen wollte, was lustigerweise bei der Presse ist, und es ist wirklich überall, immer auf der Seite hier, ist das Backpapier so ein kleines bisschen angebrannt. Nicht, dass es jetzt brennen würde, aber es ist so ein bisschen angebräunt. Und immer auf der genau selben Stelle. Bei allen Tassen war das der Fall. Und das ist genau das, was ich mir gedacht habe. Also das Ergebnis ist durchaus gut geworden. Ich habe hier kein Bleeding. Der Rand ist schön und es hat wirklich auch bis an den Rand raus gepresst. Aber wenn wir uns die Farbe angucken, das ist die Farbe, die ich haben will. Und das ist die Farbe, die ich gekriegt habe. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera so jetzt seht. Aber die obere Tasse, die mit der Cricut-Tastenpresse, ist durchaus dunkler geworden. Weil, wie gesagt, das presse ich eigentlich bei 180 Sekunden. Und das waren dann 7 Minuten. Das heißt, es ist quasi so ein bisschen überpresst. Schwarz ist satt geworden. Das hier gefällt mir besser. Hier kriegt es fast so ein bisschen einen Grünstich. Und Schwarz ist eben auch was, was durchaus heikel ist, wenn man das überpresst. Und auch der Bär ist mit der Cricut-Tassenpresse fast ein bisschen grünlich geworden, weil es definitiv überpresst ist. Jetzt, weil ich das schon befürchtet hatte, habe ich ein kleines Experiment gemacht. Und zwar, weil ich wusste, das sind 5 bis 5,5 Minuten, habe ich es ganz einfach so gemacht, dass ich habe einen Timer gestellt und dann habe ich ganz einfach nach 5,5 Minuten den Hebel hochgemacht und so quasi den Pressvorgang gestoppt. Ich weiß nicht, ob die Maschine wirklich Freude daran hat, aber ich wollte es halt ausprobieren und das ist genau die Tasse hier.
Wenn ich mir die Tasse angucke, ich habe hier unten, hat es quasi zu wenig gepresst. Oh, komische Zeichen hier drinne. Auch hier plus hier. Ich weiß nicht, was das ist, aber auch hier im Gesicht. Ganz komische Zeichen, die habe ich sonst nirgendwo drauf. Dem weiß ich nicht so genau, was das ist. Aber von der Farbe her, hier oben ist es dunkler als hier unten. Durchgängig. Unten hat es sie quasi nicht fertig gepresst. Und selbst die, da ist eine andere Farbe als das, was ich mit meiner ursprünglichen Tassenpresse presse. Von dem her, Fazit für mich, das, was mit der Infusible Ink und den Stiften war, das hat es gut gepresst. Da wurde die Farbe auch nicht überpresst. Und Cricut sagt ja auch, ne, die Cricut Heat Press ist was, was sie für ihre Produkte entwickelt haben. Das ist genau auf ihre Produkte abgestimmt. Für meine Sublimationsprodukte habe ich das Gefühl, würde ich die jetzt nicht wirklich verwenden, weil es ist schon in echt ein markanter Unterschied. Ja, nee. Ich bin ganz ehrlich, nee. Das heißt, für meine Sublimationstinte werde ich nach wie vor meine bisherige Tassenpresse verwenden, weil dann weiß ich auch, dass ich hier wirklich ein gutes Ergebnis bekomme. Für die anderen Produkte, jetzt eben für die Infusible Ink, Blätter oder auch den Stift, kann man durchaus die Cricut Heat Press oder Cricut Tassenpresse verwenden. Vom Vergleich her, preislich ist die 219 Schweizer Franken, da wo ich sie gekauft habe. Da müsst ihr euch die Preise so ein bisschen angucken. Und verwenden könnt ihr die vom Umfang her für Tassen, die 11 bis 16 Unzen sind. Das sind in Milliliter 350 bis 470. Und aber auch nur solche, die gerade sind. Keine konischen Tassen, nur die gerade sind. Von der Zeit her habt ihr es gesehen, ne? 2 Minuten länger als die andere Tassenpresse, aber wenn man da ab und zu mal eine Tasse macht, ne? Ich sag's immer, meine Bewertung ist immer ein bisschen schwierig. Ich sag nicht, das ist so und das ist in Stein gemeißelt. Für mich kommt es immer darauf an, was ihr mit den Produkten machen wollt. Das heißt, wenn ihr jetzt nur Sublimationstassen machen wollt mit den Cricut-Produkten, dann könnt ihr durchaus euch diese Maschine beschaffen. Sie ist super bedienungsfreundlich. Na, ich muss nicht groß was machen. Plastik ist, naja, fühlt sich relativ stabil an. Und na, es ist einfach. Ich wärme sie auf, was ich schalte ein. Sie wärmt sich auf, ist rot. Wenn es alles gut ist, wird sie grün. Dann kann ich die Tasse reinmachen. Ich sehe hier auch wunderbar, ich kann den Henkel ausmitten quasi und sehe durch dieses grüne Schaumgummi, da wo das auch gepresst wird, kann den Hebel runter machen und der fängt dann an hochzuzählen und piepst dann auch, wenn der Prozess beendet ist. Das ist wirklich super einfach in der Anwendung. Das zu der Presse. Die andere Presse muss ich euch kurz aus dem Winkel zeigen, weil die ist ein bisschen größer jetzt als die von Cricut. Hier der Unterschied, es ist alles komplett Metall. Diese Außenteile, die werden auch nicht heiß. Was heiß wird, ist das hier, wo die Manschette quasi dran ist. Ihr habt, anders als bei der Cricut, habt ihr hier eine Temperaturangabe
Und ihr könnt es auch einstellen. Das heißt, ihr könnt einstellen, wie lange ihr pressen wollt und mit welcher Hitze ihr pressen wollt. Und das mit Celsius oder Fahrenheit. Da könnt ihr das auswählen. Auch die Bedienung ist relativ einfach. Vom Preis her sind wir hier bei 289 Schweizer Franken. Und anders als bei der Cricket habt ihr hier nicht nur eine Manschette, sondern ihr habt verschiedene Manschetten. Eine Manschette habe ich hier schon drin, das ist die für die normal geformten Tassen. Da gibt es auch eine zweite dazu, aber kleiner. Und dann habe ich aber auch noch zwei Manschetten, die konisch geformt sind. Eine kleinere und eine größere. Das heißt, für den Preis bekommt ihr die Maschine plus dann aber auch vier Manschetten dazu. Und die lassen sich eigentlich auch relativ einfach austauschen. Und ihr habt hier über diesen Hebel auch noch die Möglichkeit, den Anpressdruck anzupassen. Von der Größe her sind die beiden Manschetten, die gerade geformt sind, die sind 6 Unz und 11 Unzen. Und bei der anderen, die so konisch geformt sind, da habt ihr ja eben auch zwei Manschetten und die sind 12 Unzen und 17 Unzen. Auch hier wieder, es kommt extrem darauf an, für was ihr die Tassenpresse einsetzen wollt. Aber das war das, was ich euch heute zeigen wollte, nämlich die Cricut-Tastenpresse, wie das mit den verschiedenen Materialien funktioniert, wie die Ergebnisse aussehen und die dann eben auch vergleichen mit der anderen Tassenpresse, die ich schon hatte. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch und ihr habt Lust, das ganze Thema mit den Tassenpressen selber auszuprobieren. Ich finde, es macht wirklich riesig viel Spaß. Und wenn man da so ein bisschen ausprobiert hat und für sich so die richtigen Einstellungen gefunden hat, dann werden die Ergebnisse wirklich auch super. Ihr müsst ein bisschen damit rechnen, dass ihr ein paar Fehlversuche drin habt. Das ist einfach so, aber naja, ausprobieren, das richtige Material für euch finden und dann habt ihr garantiert auch viel Spaß damit. Aber das war's für heute auch schon und ich hoffe, ich sehe euch in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!